Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight auf dem Public Test Build. Und ich spiele den Groupie, das ist der neue Killer, der mit dem nächsten Chapter kommt. Und das ist ein klassischer Fernkampf-Killer. Das ist meine erste Runde mit ihm. Mal gucken. Wie nutze ich denn die Klinge? Oh. Ich habe ihm die Klinge in den Kopf geschossen. Hier sieht man auch gleich, wir haben viermal die neue Überlebende. Und ja, meine Kraft ist, dass ich Klingen werfen kann. Und ich kann das auch gedrückt halten, dann werfe ich immer mehr Klingen. Und ich habe am Anfang 60 Stück, kann die wieder aufladen, wenn ich zu einem Schrank gehe, also ähnlich wie bei der Jägerin. Und was macht das eigentlich, wenn ich die Klingen werfe? Damit kann ich die Überlebenden jetzt nicht direkt sofort verletzen, sondern ich fülle damit ein Verletzt-Timer oder so ein, was heißt Verletzt-Timer, ist das ja nicht, so ein Schnittwunden-Timer heißt der, glaube ich. Das sieht man unten links, da hat die so einen Kreis um sich drumherum. Und wenn der voll ist, sagt mir jetzt, dann wechselt es den... Wow, was für specialische Klingen. Dann wechselt es den Statuseffekt der Überlebenden. Heißt von gesund zu verletzt und von verletzt zu am Boden liegend. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich sehr häufig... sehr häufig treffen muss. Oh, jetzt habe ich es erwischt. Mal gucken. Hängen wir sie mal auf. Die wollen ja gleich Flashlight safe machen. So. Und an den Haken. Ja, da war auch ein Schrei drauf. Und da gerade eben noch Rennspuren. Gut, da fülle ich aber Klingen nach. Ich habe zwar noch 40, aber... Genau, ich habe auch, das habe ich euch erwähnt, seine drei einzigartigen Perks dabei. Keine Ausgang, Groupie und Massenkontrolle. Massenkontrolle ist der Flucheffekt. Das ist ganz unten der von den Vieren. Das ist ein Totem-Perk, der steht da hinten. Der macht... immer wenn ein Überlebender hastig durch ein Fenster springt in meiner Nähe, wird dieses blockiert. Also so ähnlich wie beim Budel vom Clown, wo das halt nicht ich durchsteigen muss, um es zu blockieren, sondern der die Überlebenden. Keine Ahnung, wo die andere ist. Da ist sie. Ich hab sie aber noch erwischt. Wie gesagt, das ist ein Flucheffekt, der kann auch zerstört werden. Da sieht man es gerade, das Fenster ist blockiert. Irgendwie finde ich ein ziemlich cooler Perk, das ist auch gleich blockiert. Dann der Perk, der gerade noch auf Abklingzeit ist, das ist, das war glaube ich Groupie. Das ist jedes Mal, wenn ich ein... Warum klappt das manchmal so seltsam nicht? Das ist irgendwie lustig. Jedes Mal, wenn ich einen Überlebenden aufhebe und andere Überlebende sind in meiner Nähe, wird dieser Perk aktiviert und alle Überlebenden, die halt in meinem Terrorradius, glaube ich, sind, kriegen Gefährdezeit, sind ein One-Hit. Aber sobald ich jemanden aufhänge, hat der Perk halt eine Abklingzeit. So wie jetzt. Also während ich die getragen habe und die andere wäre nah genug dran gewesen, vielleicht war sie auch nah genug dran. Kann sein, dass sie im Herzschlagradius war. Wäre sie ein One-Hit gewesen. Aber jetzt ist er halt gerade auf Abklingzeit. Und Ausgangskontrolle, wie ist das letzte? Ach, ich hab's vorhin gesagt, ich hab's gerade vergessen.
Das macht jedes Mal, wenn ich einen Überlebenden, ich glaube, das erste Mal aufhänge, kriege ich so einen Timer, zack, also einen Stack, das habe ich da unten wieder einen bekommen. Und für jeden Stack, den ich habe, wird am Ende die Ausgangstore, das heißt die Ausgangstore, die... Da kann ich nicht durchschießen, okay. Das ist so geil. Können die Überlebenden eine Zeit lang die Ausgangstore nicht öffnen. Das heißt, der Energieschalter da wird blockiert. Oh, ich merke gerade, ich habe vergessen, einen Mori mitzunehmen. Das hätte ich jetzt mal Morien können. Naja, egal. So. Was ist noch einer? Das habe ich dann getroffen. Also, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich kann auch, unten seht ihr es auch, bei meinem Messerchen. Ich muss eigentlich dahin nachgehen, ich glaube, die ist noch relativ verletzt gerade. Unten bei meinem Messerchen ist ja so ein kleiner Timer noch drumherum, also was heißt ein Timer? Timer ist ja nicht so eine Leiste drumherum, die sich auffüllt. Das passiert, wenn ich Leute mit meinen Messern treffe und wenn die Leiste voll ist, kann ich noch so eine Second-Fähigkeit aktivieren, mit der ich unendlich Messer habe. Ich glaube auch schneller meine Messer schmeiße. Und keine Beeinträchtigung meiner Laufgeschwindigkeit habe. Ich habe nämlich, sobald ich anfange mit meinem Messer werfen, werde ich langsamer. Da brauche ich immer normal. Die Abwischanimation ist auch geil, wie das so den Knüppel so rumwirbelt. Achso, noch ein paar Basisinformationen vielleicht zum Killer. Er ist ein bisschen langsamer als normale Killer. Also Geschwindigkeit von Todesbote und Huntress zum Beispiel, also die normalen Fernkampfkiller. Und er hat einen kleineren Terrorradius, also auch wie die Fernkampfkiller, glaube ich, auch so Todesboten Größe. Und was war noch? Er ist, glaube ich, durchschnittlich groß. Durchschnittlich groß halt auch so eine Sache. Also ich glaube, durchschnittlich ist so wie Hex oder so, die ist, glaube ich, auch durchschnittlich. Wie viel hat denn die schon? Okay, komm, also kriegt sie noch. Oh, hat aber keine. Was ist noch? Uch, das hat mir geleckt. So, den nehme ich auch noch hier auf. Ach, blöd, dass ich das Mori vergessen habe. Das wollte ich mal gerne noch anschauen. So, mal ein paar neue Messerchen. Ui, special. So, aber die anderen Überlebenden, die wollen anscheinend auch nicht retten. Ah, natürlich blöd. Ich glaube, ich hatte meine Leiste zwischendrin mal voll. Aber dann endet das. Oh, da ist jemand. Vielleicht kriege ich es nochmal hin, meine Leiste voll zu machen. Wenn die jetzt alle gleich aussehen, weiß ich natürlich nicht, wem ich jetzt mit meinem Messerchen verletze und wem nicht. Jetzt hat. Achso, das wird automatisch aktiviert. Ihr seht das. Jetzt habe ich gerade keine Abklingzeit auf. Also keine Kosten auf meinen Messern. Und, auch keine Verlangsamung. Oh, warum rennt denn die so schnell? Oh, das Umwerfen war, glaube ich, jetzt ein Fehler. Du hast eine Flaschenlampe, ich weiß. Eine Flaschenlampe. Nein, das hat, oh, machen die aber auch. Wo sind die zweite?
Mist, ich hatte immer noch Abklingzeit auf dieses. Auf ein Groupie. Ich finde die Abklingzeit ist ziemlich lang. Na gut, ich habe es noch auf 2. Ich weiß jetzt nicht, was Stufe 3 die Abklingzeit wäre. Ist zwar ein cooler Perk, aber halt die Abklingzeit ist so lang. Irgendwie meistens bringt das nichts. Halt wirklich nur, wenn die Überlebenden so übelst aggressiv spielen. Okay, fast keine Punkte mal, ja klar. Muss jetzt mal zurechtkommen, wie die Fähigkeit überhaupt funktioniert. So, hier. Genau, für 25 Sekunden sind sie gefährdet. Also ich glaube Stufe 1 sind 20, das Stufe 2 sind halt 25, sind wahrscheinlich 30 Sekunden gefährdet. Und hat eine Abklingzeit von 90 Sekunden. Okay, 90 Sekunden, das bleibt. Das war auf Stufe 1 von uns auch 90 Sekunden. Okay, ist ziemlich lang. Hatte ich jetzt irgendwie so das Gefühl. Also immer, wenn ich es gebraucht hatte, war es gerade auf Abklingzeit. Und wenn ich es hatte, war keiner da. Hm. Ist halt blöd, dass das immer auf Abklingzeit geht. Sobald halt... Ne, wenn du einen Überlebenden nicht mehr getragen... Ach so, das kann natürlich auch sein, dass ich ihn jetzt auf Abklingzeit hatte, weil die runtergeblendet hat. Und dann ist es weg. Aber eigentlich müsste ich ja trotzdem noch gefährdet gewesen sein. Es hält ja 25 Sekunden. Das geht ja damit nicht weg. Hm. Gut, halt, was ich meine, ist halt, es geht immer auf Abklingzeit, selbst wenn es nicht getriggert wird, ne? Also wenn ich jemanden aufhebe, ist es, geht's immer in Terrorradius, werden alle gefährdet. Und wenn da keiner drin ist in meinem Terrorradius und ich hänge jemanden auf, hat es trotzdem Abklingzeit. Vermutlich ist, hätte ich jetzt einmal so gedacht. So, hier, Publikumskontrolle, genau für 12 Sekunden wird es blockiert, sobald wir durchspringen und kein Ausweg war es. 9 Sekunden für jeden Timer, das heißt, ich hatte, glaube ich, 2 Timer gehabt oder 3. Also hatte ich, glaube ich, 18 Sekunden, konnten die Ausgangstore nicht öffnen. Ist halt auch irgendwie ein ganz netter Perk, weil da kann man sich damit noch danach noch ein bisschen, wenn die letzte Generator gemacht wurde, kann man dann noch, muss nicht sofort die Tore patrouillieren, sondern kann dann auch erstmal, nochmal ein bisschen jagen oder so, oder wenn man gerade in der Jagd ist, weiß man, ah, die machen jetzt eh gerade noch nicht sofort den Ausgang auf, sie können es nämlich noch nicht. Vielleicht auch eine coole Kombination mit Vergissmeinnicht. Ja. Hier nochmal die Kraft, falls ihr euch nochmal durchlesen wollt. Okay, ich dachte eigentlich, die Spezialfähigkeit, die muss ich selbst aktivieren, weil hier steht, sobald sie voll ist, kann ein Hauptevent durch Bestätigen der Taste für den aktive Fähigkeit aktiviert werden. Jetzt hat sie bei mir jetzt immer automatisch aktiviert. Zwar kann die ein Bug sein. Oder aktive Fähigkeit ist dann Rechtsklick. Aber Rechtsklick muss ich ja eigentlich halten, damit ich in diesem Werfmodus bin. Seltsam. Ja, aber sonst, erstmal so auf den ersten Blick, also so von deiner Fähigkeit her, finde ich ihn ziemlich cool. Macht irgendwie ziemlich Spaß, die Messer zu werfen. Jetzt so für meine erste Runde, die ich jetzt hatte. Auch die Perks sind, ja, ganz okay. Also ich finde ja Publikumskontrolle ziemlich nice. Goopy, der hat mir jetzt nicht so viel genützt, so lange Abklingzeit. Kein Ausweg, auch so ganz okay. Ja gut, Chlorophobie, das ist ja jetzt nicht von ihm. Das hatte ich einfach nur mit dabei. Gut, ich hoffe, ihr habt nochmal einen Einblick von dem neuen Killer seiner Kraft gesehen. Ihr habt bestimmt auch schon das Video von Felix gesehen. Falls ihr das noch verpasst habt, ist das bestimmt hier irgendwo jetzt im Abspann verlinkt. Der hat da auch eins dazu gemacht und es bestimmt mal viel ausführlicher erklärt oder viel schlechter. Weiß ich nicht, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Wir nehmen wahrscheinlich gerade gleichzeitig auf. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne eure Meinung zum Killer in die Kommentare schreiben. Und bis dahin, ciao, ciao.